Schönen guten Tag bei Reptil Terra. Heute eine traurige Nachricht, und zwar meine erste Spinne, große Vogelspinne, ist leider verstorben. Ich habe die, wollte das Video schon eher machen. Wie ihr seht, das Hinterteil ist schon total eingefallen. Ich hatte die eingefroren. Und ja, der Grund war, ich hatte hier eine Verletzung. Seht das, wo hier das Bein so wegknickt. Ich wusste nicht, dass man es amputieren konnte. Wer sich bei einem anderen YouTuber, der auch Spinnhaltung macht, ihr werdet den alle kennen, ja auch ein Bein amputiert hat und die Spinne hat es überlebt. Mir hat man in ein Spinnforum gesagt, bei Facebook, bei einer Gruppe, dass man die nicht retten kann, deswegen habe ich die eingefroren. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich die doch retten hätten können. Es ist, wie gesagt, meine erste Vogelspinne gewesen und auch die erste, die jetzt gestorben ist. Also, ich kann es euch mal zeigen. Ich will sie dann beerdigen. Okay, jetzt brauche ich doch beide Hände. Einen Moment, ich schicke euch mal weg. Achtung, es wird Fleisch gezeigt. Hier ist das Fleisch. Ich habe sie nicht richtig umknicken können. Ja, hier ist es. Hier ist das defekte Bein. Ihr seht, die hatte hier schon Schildfleisch amputieren können. Wie ich das im Video gesehen habe, da hätte ich das hier abmachen müssen, glaube ich. Dann wäre das Tierfleisch gerettet worden. Das ist der Elvis. Und wir gucken jetzt mal den Mund an. Da sieht man aber auch nichts. Hier sieht man schön die Haue. Und ja, ich habe es eingefroren. Das Tier lag dann hier eine Zeit lang noch, weil ich das auftauen wollte. Und ja, wie gesagt, ich will die noch beerdigen. Aber sie ist tot. Beziehungsweise er ist tot. Ja, das gehört aber halt zum Hobby dazu. Finde ich sehr schade, aber ja, wenn man Tiere hält, dann gehört es leider mit dazu. Okay, jetzt wollte ich euch nur kurz zeigen, bei Empfehlungen und so weiter, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ja, Ruhe und Frieden, Elvis, war es eine schöne Spinne und ich habe viele gute Erinnerungen an dich. Ja, abonniert meinen Kanal und gebt ein Like, wenn euch das interessiert hat. Bei die nächste Spinne, die stirbt, weiß ich nicht, hoffe, dass es so schnell passiert, wird das nicht kommen. Also das ist auch eine große Vogelspinne. Da habe ich jetzt noch eine kleine, die dann da lebt. Und die muss auch erstmal groß werden. Naja, wie auch immer. Danke fürs Angucken und ja, man sieht sich.